Nur eine Person, bitte. Ja, okay, aber das hier kommt weg. Kein Essen im Saal. Aber das habe ich doch gerade gekauft, bitte. Na, damit lässt er mich auf keinen Fall rein. Das muss ich irgendwie heimlich machen. Aha, guck mal, meinen neuen Puschel. Ich bin motivierte Cheerleaderin. Seht ihr? Los, Leute. Juhu. Nur ich, bitte. Interessantes Kino-Outfit. Aber es gefällt mir. Danke. Viel Spaß beim Film. Ein neuer Tag, eine neue Stunde. Und ich könnte einen Energieschub gebrauchen. Bring mich nach Zuckerstadt. Oh, allein der Duft ist schon belebend. Hey, rieche ich hier, was ich denke? Hä? Na, okay, hier. Nur ein Happen, okay? Hey, Mann, du isst ja das ganze Ding. Oh, das war echt gut. Oh, im Ernst jetzt? Mein kostbarer Schokoriegel. Ich muss das Zeug besser verstecken. Weit weg von Bellas gierigen Fingern. Aber wie? Ich habe auf jeden Fall viele Stifte. Und dafür danke ans Universum. Klebt eure Stifte in einer geraden Linie zusammen. Legt den Schokoriegel an ein Ende und rollt das Ganze wie einen Burrito. Auf diese Weise ist er gut versteckt. Endlich die ganze Schokolade nur für mich. Versuch jetzt mal einen Happen zu klauen, Bella. Ach, da hätte ich doch früher dran denken sollen. Rieche ich hier etwa Schokolade? Ich sehe aber keine. Was? Hier gibt's nichts zu sehen. Meine Nase scheint zu spinnen. Oder ich bekomme Migräne. Sophia, ich habe unsere Lieblingssüßigkeiten mitgebracht. Deine Sitznachbarin zu sein hat Vorteile. Ich pack besser meine Sachen aus. Hoffentlich wird es heute nicht so langweilig. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Zucker für den Anfang. Danke. Diese Verpackung ist ziemlich widerspenstig. Komm schon. Mann, als wäre die verschlossen. Und als ich Pangea teilte? Ernsthaft? Haben Regeln keine Bedeutung für euch Kinder? Verhalte dich cool. Tu so, als ob du zuhörst. Was ist hier los? Süßigkeiten, hä? Huh? Das kann sie doch nicht einfach wegnehmen. Ich schwöre, mein Herz blieb stehen. Wo war ich? Oh, Erwachsene sind so ungerecht. Der Lippenbalsam sieht aus wie meine Bonbons. Die sind doch gleich groß. Lass mich mal sehen. Öffne zuerst den Lippenbalsam. Benutze einen Löffel, um den rauszulöffeln. Sobald er leer ist, steck die Süßigkeit rein. Perfekt versteckt, siehst du? Oh, warum ist mir das nicht eingefallen? Wow, das ist genial. Oh, und so lecker. Du hast meinen Tag gerettet. Wie ich schon sagte... Zeit für eine Pause. Boah, was für eine Heuchlerin. Nicht so schnell, auf dieser Party herrscht ein Essen- und Trinkverbot. Oh nein, er hat den Typen wegen Essen weggeschickt. Was mache ich jetzt mit meinen Süßigkeiten? Die brauche ich. Ich esse sie einfach sofort. Mm, so gut. Oh, ich verstecke ein paar hier. In meinen Ärmeln und auch in den Socken. Okay, das sollte reichen. Zeit für die Party. Mal sehen, hast du Essen oder Trinken dabei? Soll das ein Witz sein? Ich sehe deine Süßigkeiten. Süßigkeiten? Das gehört doch nur zu meinem Outfit. Na los, mach die Fliege. Oh, warum hat er mir nicht geglaubt? Hey, Moment mal, vielleicht kann mir die Blumenkette weiterhelfen.
Okay, ich schneide die Blumenkette hier auf. Dann nehme ich sie auseinander bei ihr Blümchen. Soweit so gut, das ist die letzte. Nun habe ich die Schnur der Kette. Ich breite sie aus und lege sie gerade vor mich hin. Nun befestige ich natürlich Süßigkeiten daran. Ich lege sie nebeneinander hin, etwa so. Yep, das wiederhole ich nun mehrmals. Seht euch all die Süßigkeiten an. Die Endstücke falte ich nach unten. Sie sollen wie Bänder aussehen, die an einer Kette herunterhängen. Okay, wir geben noch mehr dazu. Ein Hoch auf Süßkram. Die Blumen muss ich natürlich wieder anbringen, damit es auch als Blumenkette durchgeht. Und sie sind schön anzusehen. Okay, das sieht ziemlich gut aus. Gleich ausprobieren. Yep, das ist jetzt ein süßer Rock. Ich bin so clever. Hey, darf ich auf die Party gehen? Ha, du bist das Mädchen von vorhin. Lass mich dich genauer ansehen. Ha. Okay, du bist sauber. Aber zuerst Limbo. Yeah, geh unten durch. Du schaffst es. Ja, das war lustig. Oh mein Gott, das war voll schwierig. Ich muss einen Snack essen, um Energie zu tanken. Er hat keine Ahnung. Lecker, jetzt habe ich wieder Energie für die Party. Party, Party, Party. Oh, die Stunde dauert ewig. Endlich Pause. Nach all dem Lernen sehne ich mich nach was Besonderem. Ja, du hast es erraten. Mein geliebter Kaugummi. Boah, der riecht sogar fantastisch. Sei nicht so laut. Vorsichtig. Fast offen. Nur noch ein bisschen. Nee. Hä? Kaugummi? Ich möchte einen. Oh, genau das habe ich befürchtet. Hier, seid ihr jetzt alle glücklich. Keiner mehr für mich übrig. Ich muss meinen Vorrat aufstocken. Aber ich habe noch eine andere Idee. Nimm den oberen Teil des Textmarkers ab und hol die Tinte raus. Dann steck den Kaugummi rein. Ist das clever oder was? Niemand ahnt jetzt, dass ich Kaugummis dabei habe. Siehst du? Mucksmäuschen still. Hier gibt's nichts zu sehen, Leute. Toller Unterricht heute, ha? Huh? Ihr habt gemerkt, dass ich zu spät bin? Was habe ich denn verpasst? Ja, natürlich was Langweiliges. Oh Mann, ich hätte vorher noch was essen sollen. Oh, zum Glück habe ich Snacks dabei. Hm, meine Lieblingskartoffelchips. Oh, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Gibt's was Besseres auf der Welt als... was? Du kennst die Regeln. Entschuldigung. Ich warte dann einfach. Bitte zwingen Sie mich nicht. Du willst dich nicht an die Regeln halten? Nee, dann raus. Ach gut. Genieße ich meinen Snack eben woanders. Boah, die Regeln sind total lächerlich. Soll ich etwa verhungern? Warte, was ist denn mit meinem Ordner? Hm, kann ich die vielleicht damit verstecken? Ja! Mach einfach deine Chipstüte leer. Und falte sie dann so. Mach weiter, bis sie verkehrt rum ist. Dann nimmst du zwei Klammern und bringst sie unten an. Die Chips kommen zurück in die Tüte. Dann rollst du die Tüte zusammen und sicherst das Ganze noch mit einer Klammer. Zu guter Letzt heftest du die Klammern in den Ordner ein. So, jetzt machst du das Ganze wieder zu. Oh, das wird der Oberhammer. Cool bleiben, cool bleiben. Bella? Die Chips sind weg, sehen Sie? Alles klar, machen wir weiter. Tja, wenn Frau Appleby nur wüsste, dass sie direkt vor meiner Nase liegen. Nur nicht zu laut knuspern. Das habe ich gesehen. Was gesehen, Betty? Weißt du, was die Stunde interessanter machen würde?
Hey, willst du welche? Der Lehrer wird das nicht mal bemerken. Der redet ganz schön viel. Wie bitte? Kommt der? Verhalte dich ganz normal. Hallo, Herr Lehrer. Bitte nicht meine Süßigkeiten. Ach, was für ein Blödmann. Keine Sorge. Sophia? Oh, ich will das nicht riskieren. Sophia! Echt jetzt, ich will keine Schwierigkeiten bekommen. Ja, mir für mich, denke ich. Ich konzentriere mich lieber. Warte mal einen Moment. Warum habe ich denn da nicht früher dran gedacht? Ich habe die beste Idee aller Zeiten. Beginn mit einer Bleistiftdose wie dieser. Dann zeig mir den Boden nach. Und schneide es aus. Gib Heißkleber in die Mitte des Kreises. Ein Zickzackmuster ist am besten. Dann kleb deine Bleistifte mit dem Ende nach unten auf. Perfekt. Jetzt zur Bleistiftdose. Sobald deine Süßigkeiten drin sind, verdeckst du das Versteck mit den Stiften. So. Willst du den ersten nehmen? Blau ist mein Favorit. Deck es zu, bevor der Lehrer das sieht. Boah, wir sind ganz schön raffiniert. Zeit für Runde 2. Hey, Ellie, schau mal. Ja, Madison, ich habe auch einen Klebestift. Nein, schau, wenn die Kappe ab ist. Oh, dein Klebestoff ist rot. Meiner ist klar. Nein, Ellie, schau. Das ist kein Kleber. Ich kann so viel rausziehen. Es ist so dehnbar und lustig. Cool, ich hätte auch gern etwas Schleim zum Spielen. Oh, du kannst es so dünn dehnen? Snackzeit! Ew, du isst Schleim? Lecker! Madison, hör auf, das zu essen. Du wirst noch krank. Keine Sorge, Ellie, das ist kein Schleim. Schau, ich habe einen Klebestift genommen und den Kleber entfernt. Perfekt, kein Kleber mehr drin. Nun zu den Gummibärchen. Ich habe sie einfach mit meinem Föhn geschmolzen. Oh, sie werden ganz klebrig. Das ist lustig. Okay, jetzt kommt der nächste Schritt. Ich brauche den Klebestift und die geschmolzenen Gummis. Zeit, es einzugießen. Es ist wie ein großer Tropfen. Fülle es bis ganz nach oben. Erledigt. Jetzt die Kappe. Sieht aus wie normaler Kleber. Schau, Madison, ich habe meinen eigenen gemacht. Schau dir diese dehnbare, gummiartige Füllung an. Schau, wie ich es durch meine Finger drücke. Zeit zum Essen. Hey, lass sie uns zusammendrücken. Das ist eine endlose Dehnung. Lass uns einen Bissen nehmen. Was ist da drüben los? Oh, nichts. Das ist nur unser Kleber. Kleber? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ups. Plötzlich ganz hungrig. Hey, mein Stift, natürlich. Was wäre, wenn ich den essen könnte? Ja, den werde ich sofort verspeisen. Hä? Was ist denn in ihn gefahren? David, hör auf. Hä? Was? Willst du auch? Ob ich einen Stift essen will? Stift? Oh, ach so. Ich habe mir nur eingebildet, dass das Essen war. Oh, David, ich zeige dir, was meinen Stift von deinem unterscheidet. Natürlich habe ich mir Schokolade geschnappt, sie auf einen Löffel gelegt und mit einem Föhn erhitzt. Die Schokolade soll nämlich flüssig sein, dann brauche ich einen Stift. Den Radiergummi entfernst du. Dann habe ich eine kleine Röhre auf den Stift gesteckt. Damit ist es einfacher, die Schokolade einzufüllen. Sieh dir das an. Das sieht so gut aus. Aber sie muss erst aushärten. Tada! Ein Schokoladenradiergummi ist fertig. Hast du dir das gemerkt? Ich hoffe es. Den kannst du haben. Wow, danke, Madison. Du bist die Beste. Das ist echt gut. Genau das, was ich jetzt brauche. David, nicht. Der Rest des Stifts ist nicht essbar. Oh, ach ja, voll vergessen. Mein Fehler.
Zeit, meine leckeren Snacks zu verstecken. Dieses Tape ist meine Geheimwaffe. Ich klebe einfach Klebestreifen auf meine Decke. Okay. Jetzt verstecke ich meine Süßigkeiten. Ja, ich bin so klug. Oh, da kommt jemand. Sieht aus, als ob er schon schläft. Ach, so goldig. Wie ein kleiner Prinz. Hä? Was ist denn das? Mama, ich liebe dich. Du bist die beste Mami. Ach, du bist so süß. Oh, das war knapp. Alles klar, dann schlaf schön. Ich mach das Licht für dich aus. Ist sie weg? Ach, endlich. Es ist Snack im Bettzeit. Wow, gib mir deine Süßigkeiten. Was ist das? Ah, ein Monster unter meinem Bett. Oh, schnell unter die Decke, damit es mich nicht erwischt. Ah, es ist so einfach, dich reinzulegen. Tina, okay, das war ziemlich gut. Hier hast du ein paar Süßigkeiten. Wow, das sind ganz schön viele Skittles. Ach, unglaublich, wie viel Angst du hattest. Wow, sieh dir all die Süßigkeiten an. Ich kann sie mit meinen Monsterhänden nicht greifen. Okay, gut. Hier hast du welche. Yay, Süßes. So gut. Den Tee hier lasse ich mir schmecken. Oh, während er zieht, könnte ich... Hey, David! Was? Ich will auch etwas zu trinken haben. Oh, na klar. Oh, da ist ja ein Kakaomix hier drin. Ja, Süßigkeiten sind das Beste. Den Kakao habe ich. Nun zur Milch. Hey, was zum Geier? Du hast die Süßigkeiten aufgegessen. Na los, gib das her. Ich meine es todernst. Gib das sofort wieder her. Ich mache keinen Spaß. Oh, ich bin sowas von wütend. Aber Süßigkeiten. Oh, na gut. Hier, nimm es, wenn es dir so viel bedeutet. Juhu, danke, David. Na toll. Jetzt habe ich keine Süßigkeiten mehr. Okay, die Luft ist rein. Ich kann mich reinschleichen. Wo ist denn meine Packung mit Gummiwürmern, die ich versteckt habe? Oh ja, ich liebe Fruchtgummi so sehr. Die esse ich am liebsten. Hi, David. Darf ich ein paar Gummiwürmer haben, bitte? Oh, nimm die ganze Tüte mit. Sie hat die Tüte, aber das ist Teil meines Plans. Während sie die Würmer isst, gehe ich zu meinem Geheimversteck. Ich habe das Gel aus einer Zahnpastatube herausgedrückt. Seht euch das Gel an. Okay, die Tube ist leer. Das Gel brauche ich nicht mehr. Zurück zu meinen Gummiwürmern. Die stecke ich in die Tube. Die passen dort perfekt hinein. Dann schraube ich den Deckel dran, damit niemand etwas merkt. Ich habe Lust auf einen Gummiwurm. Der steht schon in den Startlöchern. Oh ja, ich kann es kaum erwarten, den zu genießen. Echt gut. Okay, gehen wir rein. Psst, wir wollen nicht, dass sie uns finden. Okay, wir haben das Brot. Zeit, ein bisschen Erdbeermarmelade drauf zu pumpen. Oh, du bist ein echtes Genie. Das sieht ziemlich lecker aus. Oh, das ist echt gut. Ja, schau dir an, was ich hab. Ja, richtig. Marmelade in der Zahnpastatube. So clever. Zeit für unsere Snacks. Was ist das? Thomas? Tina? Oh nein, es ist Mama. Sie hat uns gefunden. Ich denke, ich sehe besser nach, was da los ist. Versteck dich, sie kommt. Ich hätte schwören können, dass ich sie hier drin gehört habe. Etwas Verdächtiges geht vor sich. Ich schätze, ich habe mich geirrt. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich mich auch gleich eincremen. Was ist da? Warte mal. Das ist Marmelade. Thomas? Tina? Wenn ich sie finde, dann bekommen sie Ärger.
Okay, scheint, als ob sie weg ist. Kommen wir zurück zu unserem Snack. Endlich. Das ist so gut. Wir haben uns das definitiv verdient. Hä? Okay, ich brauche einen Drink. Warte. Wo ist nun mein Getränk hin? Vielleicht bin ich nur verwirrt. Wie wäre es mit ein paar Chips? Warte, wohin verschwindet alles? Jake? Oh, stimmt, ich erinnere mich. Keine Snacks im Klassenzimmer. Was soll ich jetzt machen? Warte, was ist sie da? Sie hat keine Snacks. Hey, wo ist das Essen? Ha? Es ist doch nur ein Notizbuch. Nein, schau rein. Schau, du nimmst einfach ein normales Notizbuch. Du brauchst doch einen Cutter. Jetzt fängst du an zu schneiden. Du musst ein großes Quadrat ausschneiden. Jetzt entferne all diese ausgeschnittenen Seiten. Siehst du? Platz für deine Süßigkeiten. Das passt perfekt. Jetzt einfach zumachen. Voila, bedien dich. Oh, das schmeckt gut. Vorsicht, da kommt der Lehrer. Hast du etwas zu essen hier? Sieht nicht danach aus. Comics sind absolut witzig. Guckt jemand? Zeit für einen süßen Snack. Papi, wo bist du? Mist, die Kinder kommen. Kannst du mir helfen, das Bild in meinem Zimmer aufzuhängen? Bitte? Das dauert nicht lange. Okay, gut. Gib mir den Hammer und die Nägel. Ja, danke. Oh, Obst. Ich könnte was vertragen. Was? Er versteckt Süßigkeiten. Sieht so aus, als ob sein Versteck jetzt mein Versteck ist. Okay, das hängt gerade. Oh nein, er kommt zurück. In Ordnung, Tina. Das Bild hängt. Vielen Dank. Du bist der beste Papa. Ich muss hier ein wenig seltsam. Na gut. Zurück zur Entspannung. Ich passe lieber auf, dass niemand in der Nähe ist. Oh, die Süßigkeiten sind weg. Tina? Ich hab's kapiert. Ja, ja, ergibt für mich Sinn. Ich kaue nur an meiner Zugkordel. Keine große Sache. Ist Jake etwa? Ich muss genauer hinsehen. Es sieht aus, als ob seine Kordel... Warte. Was ist das da drüben? Das ist kein Kordelzug. Jake, keine Süßigkeiten im Unterricht. Na gut, sorry. Und was jetzt? Ich bin noch immer hungrig. Oh, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich nehme nur einen Schluck Wasser. Oh, dieses Wasser ist so köstlich. Ich meine, erfrischend. Jake, ich kann dich sehen. Du darfst auch nichts Süßes aus deinem Becher essen. Na gut. Im Ernst, geh einfach wieder an die Arbeit. Er kaut immer noch auf dem Stift herum. Da kommt mir eine Idee. Alles klar, Zeit für Süßigkeiten. Ich nehme die Kappe von meinem Textmarker ab. Und dann entferne ich den Tintenteil. Ich darf die Spitze nicht vergessen. Sie ist länger, als ich dachte. Und dann sauber machen. Nächster Schritt, Süßigkeiten. Ich schiebe einfach alle Süßigkeiten in den Marker. Passt perfekt. Zeit, das Ende wieder draufzusetzen. Es kann losgehen. Schön, ein Süßigkeitenmarker. Das schmeckt so gut. Ich könnte es den ganzen Tag essen. Jake!
Was isst du schon wieder? Ich esse nicht. Ich kaue nur auf dem Marker rum, wie Sie. Oh, ich denke, das ist in Ordnung. Gut. Okay, ich kann nicht glauben, dass es funktioniert.